Ich sitze bald auf der Ersatzbank, weil ich zu oft auf der falschen Position war. Dein Scheiß Ernst? Ist dein Scheiß Ernst, Junge? Die erste Hälfte war ganz schön einseitig. Mal sehen, ob es jetzt mehr Gegenwehr gibt. Und da ist der Ball wieder weg. So, Rejon. Paaren sind. Ach ja. Sauer. Das könnte gefährlich werden. Da geht er dazwischen. Knapp war er da im Abseits, wäre aber auch nicht gefährlich geworden. So. Zeigen dem Vadima, was so ein 1:6 bewirken kann. Bei 2 Tore wäre schon geil. Sauer. Hernandez. Dankeschön. Prömel, okay, gut. Prömel, du machst das super. Wirklich super. Das könnte die Chance werden. Super Timing. Den Ball holt er sich. Viel Druck da hinten. Lekali. Ich hoffe, es steuert euch nicht. Ich bin gerade mit Latte und habe ich gerade noch unterwegs für eine Stunde ungefähr. War wichtig. Weg ist der Ball. Und direkt zurückgespielt. Das frühe Stören jetzt. Lekali. Den spielt er wieder zurück. Jetzt wird's gefährlich. Und jetzt die Chance. Wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Alter. Ein sicheres Tor. Klasse Leistung heute und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Das sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Jetzt Ekwall. Das muss ein Elfmeter sein. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Junge. Das ist nicht dein Ernst. Er schießt in die linke Ecke, glaube ich, oder? Nee, er schießt in die rechte. Ja! Jetzt vielleicht. Und wieder rettet er. Sehr gut. Ich hab's dir doch gesagt. Erstmal ist die Gefahr bereinigt. Ich hab's dir gesagt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Die sind wirklich extrem offensiv gerade. Aber ich sag dir, wenn es wieder ein Gegentor gehagelt hätte, dann. Gibt Einwurf. Ne? Reichel. Dann hätte es auch wieder geklingelt im Kasten. Nicht nur bei uns, sondern auch bei denen. Macht er ihn! Nein, macht er nicht! Er ist noch heiß. Sehr guter Einsatz! Der Torhüter kann jetzt abstoßen. Per Kopf verlängert. Jetzt müssen sie aufpassen. Okay. Sehr gut, Messenhöhler. Sehr gut. Und da gibt der Vorteil. Gute Entscheidung. Spielfluss nicht unterbrochen. Die sind gerade sehr offensiv. Er gibt Freistoß, klar. Kelifi. Fürstner. Ja, hallo, ich hab doch unter.
Ah, tickt zu weit. Junge, was soll denn das? Was soll denn das? Da verlängert er den Ball. Dekali. Ein guter Doppelpass. Ja, da müssen Sie aufpassen. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Da müssen Sie aufpassen. Gut aufgepasst. Hallo, wo ich denn hin? Tor. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf. Feierabend für heute. Tolle Leistung. Kein Wunder also, dass die Fans ihn so Redondo verabschieden. Okay. Und das nicht. Absolut verdient. Das war ein wirklich starker Auftritt. Einer der besten heute. Entschuldigung. Sehr guter Einsatz. Ich habe das Beste. Ich bin alles. Ich bin alles einer der Besten. Ich bin zwar nicht der Beste, also aktuell schon, aber. Reichel. Hernandez. Christopher Niemann. Christopher Niemann. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sehr offensiv. Krasses Mittelfeld momentan. Und jetzt gibt's eine Ecke. Auf der Bank ist Bewegung. Es wird einen Wechsel geben. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Es gibt einen weiteren Eckstoß. So, Ecke kommt. Der Ball geht an den Pfosten. Oh, so, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Ey, Junge, wie offensiv kann man bitte sein? Kumbela, da ist die Flanke. Jetzt wird's hier Eckball geben. Schon wieder! Das kann doch nicht wahr sein. Ecke kommt. Und das Tor! Ah! Glück gehabt. Okay, Jungs, ihr wisst, was zu tun ist. Da der Glück beim Abschluss. Ja, der Ball hat den Pfosten noch berührt. 4:2 steht's damit. Hier ist einiges los. So, Rejon. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten. Das war faul, da muss er Freistoß geben. Digga, jetzt haben Sie den Ball. Sonst passt der nie Schaffen zu mir. Sie den Anschlusstreffer. Ich würde schon sagen, nicht zu mir. Ich habe zwei Gegner um mir. Alter. Ey, die wollen unbedingt den Sieg, ne? Die wollen unbedingt den Sieg. Platz 1 gegen Platz 3 ist gerade so krank. Pass auf mit deinen Bällen. Jetzt kann er noch eine Ecke reinbringen. Alter. Jetzt der Eckball. Der fünfte Eckball. Er faustet den Ball weg. Das macht er gut. Verteidigt er den Ballbesitz. Fatih. Schönes Zuspiel. Sehr gut. Und rein damit. Oh. Oh, da müssen sie mehr draus machen. Sehe ich auch so. Gute Chance. Und dann dieser schwache Ball. Oh. Ich muss gerade niesen. Oh Gott. Ich habe schon genießt. Ich habe mir gerade nur stumm geschaltet. Alles gut. Wird's jetzt gefährlich? Und jetzt die Chance. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Geht doch. Geht doch. Ein Joker-Tor. Er trifft nach seiner Einwechslung. Geht doch. Das ist natürlich klasse, aber die Vorbereitung, die hat er. Sein erstes Tor, ne? Sein allererstes, ne? Redondo. Sie legen noch mal einen drauf. Ganz starker Auftritt von ihnen. Sie lassen einfach nicht nach. Was macht denn da die Abwehr, die Nummer 3 dazu? Hier nochmal dieser. Jetzt will er gleich absaufen. Oh, sein erstes Tor. Herzlichen Glückwunsch. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Eindeutig würde ich nicht sagen, ne? Den Ball spielt er gleich wieder zurück.
Weg ist der Ball. Fürstner. Jetzt wird's gefährlich. Reichel. Boland. Was heißt eigentlich schwache Passansage, Digga? Ich hab den angesagt, und das ist aber ich hab ihn nicht bekommen. 10 Minuten, weil er wahrscheinlich nicht für mich bestimmt jetzt war. Sauer. Sauer. Komische Stimmung hier im What? Stadion. Es Wieso? Ist extrem ruhig geworden. Ja, nicht mal Pfiffe hört man. Und die wären ja nun wirklich berechtigt. Aber die Fans müssen sich wohl auch erstmal sammeln. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Sauer. Ballverlust. Das könnte die Chance werden. Ist abseits. Schießt er ihn rein. Abseits. Er ist zu früh gestartet. Das sehe ich. Das sehe ich doch. Das kleine Fähnchen da. Christopher Niemann. Ein guter Doppelpass. Ja, setzt gut den Körper ein. Fürstner. Da ist der Ball weg. Schöner Pass. Oha. Gute Aktion. Oha. Das war die Chance. Da hätten sie mehr draus machen müssen. Nicht zu mir, bitte. Nicht zu mir. Fick dich. Trimmel. Fürstner. Den spielt er wieder zurück. Junge, wer soll den Ball Abschluss kriegen? Wer? Wer? Klasse Leistung heute. Und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Boland. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sehr gut. Gut geklärt, das war wichtig. Reichel. Jetzt vielleicht die Flanke. Und die Situation geklärt. Fürstner. Oh, ey, dieses Mittelfeld, ne, das ist unglaublich. Reguläre Spielzeit ist um, aber es gibt 4 Minuten obendrauf. Wird das eine Torchance? Klasse Technik. Er schießt. Ja. Der Pass, nichts zu halten. Hier. Ja. Ich sag doch, mindestens 6 Tore. Mindestens. Und machen noch ein weiteres Tor. Dabei war eh klar, dass sie das Ding gewinnen. Mindestens. Und noch ein Tor. Die lassen überhaupt nicht nach. Unfassbar. Ich hab mir aber auch Zeit gelassen, ne? Ich hab mir aber auch Zeit gelassen. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer. Es ist übrigens Waffeln mit Schokofüllung. Also nicht mit Schoko-Überguss, sondern mit Schoko-Füllung. Er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Mhm. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Sauer. Lekali. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Sie holen sich den Ball. Sauer. Eine Minute noch, aber ganz das wird nicht mehr. Ball gekommen. Daube. Jetzt müssen Sie aufpassen. Verdammt! Aus, vorbei. Das Spiel ist zu Ende.
das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Ey, ganz ehrlich. Quasi im Alleingang zum Sieg geschossen. Ganz ehrlich, wenn meine Tore nicht gewesen wären, wäre es ein Unentschieden gewesen. Sie holen sich den Sieg heute. Dein Fazit, Buschi? Ja, für mich das passende Ergebnis. Sie haben eine gute Leistung abgerufen und waren einfach besser als der Gegner. Ach ja. Ah, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist... Das könnte die Chance werden. Oh, weia, ey. Das ist, boah, alle gingen nach links, außer zwei, die gingen nur aufs Tor. Aber immer in die linke untere Ecke, sind immer Flachdinger. Und damit führen wir die Tabelle an. Nice, Mann. Nice. Ich glaube, es gibt 36 Spiele insgesamt, wa? Weil wir hier gegen jeden zweimal mindestens antreten. Braunschweig haben wir damit ein bisschen runterkatapultiert. Das ist gut. Wir können uns jetzt mindestens einmal verlieren, könnten wir uns erlauben. Und ein Unentschieden. Nee, mindestens einmal verlieren. Weil wenn wir Unentschieden machen und dann jemand siegt, na, schwierig. Na, schwierig. So, mein Pro. Das haben wir schon gelesen. Teambericht. Minus 1, Trimmel, das ist schlecht. Gut, ja, der hat auch schon eine rote bekommen. Das sind so die wertvollsten. 2,1, 5,5, 3,7, 9,5. Ich bin wohl der wertvollste Spieler momentan auf dem Platz. Leistner. Ich bin wirklich der wertvollste Spieler auf dem Platz. Huh. Huh. Ah, ja, ja. 8 Vorlagen, 68 Tore, Einsätze 20. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Hier Leistner. Der ist zum Beispiel von... Wir haben keine roten Werte mehr. Wir müssen Antritt... Sprintgeschwindigkeit und Beweglichkeit noch auf grün kriegen. Da ist er hier zum Beispiel ein bisschen besser. Der hat zum Beispiel auch eine sehr schön grüne. Ach du Scheiße. Das Einzige, wo er gleich gut ist wie ich, ist Stärke. Ansonsten ist es an allen Belangen schlechter. Oh weia, ey. Oh weia, ey. Machen wir noch? Ja, wir können noch einen Match machen. Stoppen. Weil wir können jetzt nochmal ein Training machen. Da machen wir die W. Ja. Training beginnen. Was ist jetzt das, was ich sage? B, B. B, B. Ah! Der Posten hätte nicht mehr gestanden eigentlich. Bei der Schusskraft. Ah, Junge. Schönes Ding. Schönes Ding. Und noch ein Ding. Boah, nur noch das Ding mitgenommen. Sehr nice.
Next one, Bleach. Pässe abfangen. Ja, da sind wir beim vom Abfang her sind wir schon ja, sehr schlecht. Wie immer. Nice, vielen Dank. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Mann, Junge, Leister, was ist denn mit dir? Leister, was ist denn mit dir? Alter, ist das ein scheiß Ernst jetzt? Vorhin hat super funktioniert. Der wäre durchgegangen! Der wäre durchgegangen! Okay, 11 Meter. Nein! Den ersten verziehen wir irgendwie immer. Ich will die blauen Plättchen noch erwischen, wisst ihr, weil die geben mir extra Punkte. Ja, so zum Beispiel, ne? Da will ich auch immer noch die Flaschen erwischen. Na, die erwischen wir aber nicht immer. Weil die geben nochmal 1k Points, ne? 1k. Nein! 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 Okay. Nice! Nice! 8018 hat man, glaube ich, noch nie erreicht. Warte mal. Okay, never mind. 23 Spiele und Bochum ist hinter uns. Okay, wir müssen also gewinnen. Es geht nochmal gegen Bochum ran. Sandhausen, ich stehe heute in der Startformation. Heidenheim besiegt? Das kann sein. Na, ihr lauft mal vielleicht so auf. 74. Wir sind mit Groß der beste Spieler auf dem Platz. Leckt mich am Arsch. Union Berlin war in der letzten Auswärtspartie erfolgreich, als man es mit Eintracht Braunschweig zu tun hatte. Mit einer superben Leistung haben sie sich ein 6:2 herausgespielt. Das lässt sich in dieser Form nicht so einfach wiederholen. Favorit bleiben sie für mich heute trotzdem. So, gegen SV Sandhausen. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Entschuldigung. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3, drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Abstoß, Ball war draußen. Ball ist draußen, nicht war draußen. Jetzt ist er wieder drin. Okay. Trimmel. Felix Groß. Das könnte eine Gelegenheit werden. Fatih.
Er kann ihn nicht aufhalten. Doch, kann ich. Sie müssen aufpassen. Rosbach. Ja, der Ball landet im Aus. Was willst du da machen? Wie sich der ganz linke Stürmer beschwert. Fatih. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Nein, macht er nicht. Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Okay. Fürstner. Waren die überhaupt schon mal in unserer Hälfte? Parensen. Schussversuch. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Und direkt zurückgespielt. Einwurf. Und das könnte gefährlich werden. Felix Groß. Sag mal, die Defensive steht. Pass doch einfach ab. Ich habe zweimal eine Passansage gemacht. Du machst einfach nicht. Du dribbelst weiter. Unglaublich, das war unglaublich. Das wird ein großartiges Duell zwischen diesen beiden. Alles ist angerichtet für ein Fußballfest. Er schießt. Eine starke Parade. Und Ecke. Und dann mit dem linken Fuß, Junge. Das mit dem linken Fuß. Jetzt der Eckball. Da kann sich die Abwehr erstmal wieder entspannen. Erstmal. Da kommt die Flanke. Das sieht die richtig gut aus jetzt. Ja, Hereingabe okay. Kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Hallo, lass mich doch mal los hier hinten. Was hältst du mich denn fest, du kleiner? Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Felix Groß. Fatih. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Immer noch gefährlich. Er versucht. Ja. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Naja, früh. Jo, so kann's weitergehen. 12,5 Minuten gespielt. Sehr gut gemacht. Den schießt er präzise in die untere Ecke. Und da gab's dann auch nichts zu halten. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Schön. Rosbach. Ja, also 5-0 wird das heute. Kiste. Oha, die sind in unserem Mittelfeld. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und damit sind sie am Ball. Fatih. Schrebski. Rosbach. Danke. Duckfuß. Man muss sich ja auch mal bedanken, wa? Jetzt müssen Sie aufpassen. Latte aus. Groß. Und damit ist der Ball weg. Da holt er den Ball zurück. Fürstner. Super. Wird das eine Torchance? Fürstner. Fürstner, gut gemacht, aber guter Ball. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Kister. Dennis Linsmeier. Wuten. Duckfuß. Duckfuß. Trimmel. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Groß. Jetzt wird's gefährlich. Da geht er dazwischen. Dennis Linsmeier.
Rote. Da muss er hin und holt sich den Ball. Fürstner. Und da verlieren sie den Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da gewinnt er den Zweikampf. Oha, oha, gutes Passspiel. Groß. Wahnsinn. Super, wie sie das Kurzpassspiel hier aufziehen. Da läuft der Ball perfekt und sie haben es jetzt natürlich auch nicht eilig. Sie stehen jetzt sehr tief. Ja, das ist natürlich, da müssen sie aufpassen. Sehr gut. Unglaublich. Was war das denn? Hat ja gar nichts gestimmt. Echt mal. Rosbach. Rote. Das könnte die Chance werden. Das sieht vielversprechend aus. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Kommt jetzt die Flanke rein? Super Zweikampf. Den Ball hat er. Jetzt ist Platz für den Konter. Rosbach. Und da ist der Ball wieder weg. So, die Teams sind auf dem Platz. Noch ein paar Worte zum Wetter, bevor es losgeht, Buschi. Ja, was soll man da groß sagen? Nicht, ja, sagen wir mal, die besten Bedingungen. Aber solange der Schneefall nicht stärker wird, dürfte es keine allzu großen Probleme geben. Duckfuss. Wird's jetzt gefährlich? Sehr guter Einsatz. Das könnte die Gelegenheit geben. Da ist die Flanke. Oh, und jetzt haben sie Platz. Schade. Dennis Linsmeier. Zu Rechon. Und direkt zurückgespielt. Felix Groß. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da kann er ihn stoppen. Rote. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Fati. Dennis Linsmeier. Das könnte gefährlich werden. Rote. Duckfuß. Fürstner. Kister. Dennis Linsmeier. Roten. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Fati. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und jetzt die Chance. Ja, oh, schwach. Naja, da ist der Ball versprungen. Da hat auch die Technik nicht gepasst. Ungefährlich. Ja, er kann es nicht fassen. Wie kann man diese Chance vergeben? Der kocht. Und das Zittern geht weiter. Das macht er gut. Er versucht. Nein! Und da hatte er die richtig gute Möglichkeit. Knapp war es am Ende. Hat er da vielleicht schon zu viel nachgedacht? Den muss er eigentlich machen. Wird das seine Torchance? Da kommt die Hereingabe. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion.
Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Ein guter Doppelpass. Schießt er ihn rein? Nein, tut er nicht. Den Werder ab, knapp über die Latte. Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Felix Groß. Da kommt der Schuss. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Immerhin, ich hab's versucht. Groß. Jetzt müssen Sie aufpassen. Okay, das war's. Gutes Spiel. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer jetzt. Zeigst in dieser Saison zu viele unpräzise Schüsse. Digga, ich bin der Topscorer. Digga, was für unpräzise. Der Ball rollt, ja, die was, zweite Hälfte läuft. Kannst du nicht halten oder was? Schämlich. Seufz. Duckfuß. Jetzt wird's gefährlich. Ach, wo will ich denn hin? Kling mal. Dennis Linsmeier. Und er gewinnt den Zweikampf. Harmlos würde ich das nicht bezeichnen. Also, der hatte schon Potenzial reinzugehen. Trimmel. Wenn da nicht der Torwart gewesen wäre. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Fahrensinn. Ja, da müssen Sie aufpassen. Die Mitspieler bieten sich an. Fatih. Toller Pass. Jawohl. Jetzt gefährlich. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Hab gehört, so muss das. Gefühlvoll schießt er den Ball hier ins Tor. Ja, Wolf, mit der Innenseite ganz überlegt gemacht. Klasse. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Jetzt steht es 2:0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Rosbach. Dennis Linsmeier. Trebski. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Schönes Zuspiel. Oha. Klasse gemacht. Oha. Und jetzt die Chance. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Warum zu mir? Felix Groß. Trimmel.
Sie haben den Ball. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Abwehr hat aufgepasst. Parensen. Rosbach. Jetzt könnte es gefährlich werden. Dennis Linsmeier. Er setzt die Grätsche an, auch bei diesen Bedingungen. Fürstner. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Das könnte gefährlich werden. Boah, boah, der wäre reingegangen. Der wäre sowas von reingegangen. Parensen. Klasse Aktion, Ball ist weg. Rosbach. Boah, der wäre sowas von reingegangen. Fürstner. Das könnte die Chance werden. Fairer Einsatz hier. Super Aktion, gut geklärt. Jetzt gibt's Einwurf, nicht weit weg vom Tor. Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg nochmal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Das war eine Weltklasse-Leistung von ihm heute. Schripski! Jawohl! So macht man das! Ganz knapp der Abschluss da unter die Latte. So muss das. Nicht nur ich muss Tore auch mal ziehen, sondern auch die anderen können mal, ne? Es klingelt schon wieder. Also das könnte richtig schlimm werden. Ja, da muss der Gegner schon mal aufpassen, dass er hier nicht richtig unter die Räder kommt. Ja, kommt er doch schon. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Kister. Rosbach. Wothen. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ja. Und den Ball hält der Torhüter fest. Ich musste schießen. Ich konnte nirgendwo. War kein Mitspieler in der Nähe. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Gut verteidigt hier. Rosbach. Weg ist der Ball. Oh Gott, den kriegst du nicht. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und nun ein Schuss. Nein! Keine schlechte Chance, aber vorbei. Da war vielleicht sogar mehr drin. Kister. Jetzt wird's gefährlich. Schussversuch. Nein! Digga, der Pfeil ging noch. Ja, das der Pfeil ging noch aufs Tor. Stück vorbei. Oh, jetzt werden sie wechseln. Felix Groß. Wird's jetzt gefährlich? Groß. Schwacher Pass an. Felix Groß. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Fatih. Nee. Der Schuss war nix. Viel zu groß die Distanz und dann natürlich auch nicht präzise genug. Die Fans sind zufrieden, Buschi. Es hört sich zumindest danach an. Die Stimmung auf den Rängen ist absolute Klasse. Wird das eine Torchance? Da trennt er ihn vom Ball. Und er pfeift Freistoß. Was eine Chance, Latte! Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Einwurf.
Roten. Hereingabe jetzt. Gute Aktion, gut geklärt. Trimmel. Wahnsinn. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt vielleicht. Nein, Mann, der schießt zu hart. Felix. Also der schießt zu weit. Fürstner. Wird er versucht? Chance lebt. Es steht auch niemand da, der nochmal hinterherziehen Super könnte. Ne? Aktion, gut niemand. Geklärt. Das lief in den Matches davor, lief das besser. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Fürstner. Und er gewinnt den Zweikampf. Da ist die Flanke. Fällt das Tor doch noch. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Trimmel. Stehen jetzt sehr defensiv, tun im Moment wenig fürs Spiel. Das könnte stark gemacht, das könnte was werden. Ganz spannende Szene. Ja! Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Ich auch. Flanke kommt weit. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Ein guter Doppelpass. Das könnte gefährlich werden. Den Angriff blockt er ab. Klasse, aufgepasst. Rote. Schon ein Tor muss doch noch wenigstens drin sein. Daube. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Schaffen wir noch ein Tor? Ich will Rote. Noch ein Tor schaffen. Und da hat er ihn da draußen gestoppt. Daube. So, Konterchance, vielleicht jetzt. So, was machen Sie draus? Da gewinnt er den Zweikampf. Spiel früher ab? Nee. Und dann versuchen ihn wieder über die Flügel, weißt du? Nee. Spiel liegt nicht. Kudowitz. Super dazwischen gegangen. Daube. Haben wir nicht vor dem Spiel noch alle gesagt, dass wir hier ein ganz enges Ding erwarten, Buschi? Ja, nee, habt ihr nicht. Du kannst kommen. Ne? Da kannst du noch so viel analysieren, kannst Experten befragen. Am Ende, Achtung, ist es die Tagesform. Tolles Zuspiel. Und jetzt die Chance. Ja! Sag ich doch, ich will nächstes Mal ein Tor schießen. Da setzen sie noch einen drauf und spielen es hier, und das finde ich gut, konsequent zu Ende. Kurz vor Schluss legen sie hier nochmal nach. Ja, das Spiel ist natürlich längst entschieden, aber klar, so eine Chance nimmst du trotzdem gerne mit. Die 45, hier wollte ich voll kriegen, aber sowas von. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten, die Partie ist so gut wie gelaufen. Rosbach. Reguläre Spielzeit ist vorbei, 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Daube. Da holt er den Ball zurück. Daube. Trimmel. Jetzt die Flanke. Ah, die Flanke ist zu weit, da kommt keiner dran. Klingmar. Schönes Pressing jetzt. Kudowitz. Okay, ey. Hallo. Okay, wollte schon sagen. Der Stoß gutes Spiel. Das war's.
4:0. Ich sag mal kurz und knapp, klare Angelegenheit. Ja, Wolf, dominantes Auftreten bis zum Schluss. Ich sag ja, die Trainer sehen alle gleich aus. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Er hat großen Anteil am Sieg heute, eine klasse Leistung, Doppelpack. In der Form ist er unglaublich wichtig. Das wird ein großartiges Duell zwischen diesen beiden. Er schießt! Eine starke... Alter, verdammt. Junge, Junge. Junge, Junge. So, 24 Spiele und wir haben 51 Punkte. Gut, Bochum hat weniger Niederlagen, haben dafür aber auch ja, fast dreifach so viel unentschieden. Und jetzt können wir sagen, wir haben mindestens doppelt so viele Tore wie Zweitplatzierte. Alter, verdammt. Sandhausen haben wir mal kurz irgendwie ein paar Plätze runter katapultiert. So, dann trainieren wir noch einmal. Ne, nimm mal ruhig die Wehe hier. Ja. Was? So schlecht? Glaube ich dir nicht. Das geht besser. Okay, Kaiserslautern. Verdammt, was machen wir jetzt noch die 10 Minuten hier? Krank einfach nur. Was? Sandhausen gegen Aue? Wir haben noch als letztes Spiel gegen Sandhausen. The fuck? Ach so, wahrscheinlich irgendwie frühs und... Ah ne, Dritter und wir sind jetzt am 4.3. dran. Ah ja, okay. Krass, dass man hier so alles machen kann. Spielerstatistik. Was? Vierfach so viele Tore wie alleine Diamantakos vom VfL Bochum 1848? Vierfach so viele Tore?
Der nächste bei Union Berlin ist gerade mal Hetland mit 6 Toren. The fuck geht ab, Alter. Ja gut, okay. Ja, das ist doch klar. European Shield, 10 Tore, Alter. Bam, Alter. Draxler, Özil, Reus, Groß. Okay. Torvorlagen, okay. Ich habe bisher nur 5, okay. Ich glaube, die Liste müssen wir nochmal ein bisschen... Ohne Gegentor. Bask und Mesenhöller, jeweils auf Platz 3 und 5. Knaller, 8. Okay. Sieben gelbe Karten hat Nering vom FC St. Pauli. Alter. Rote Karten, Behrendt, 2. Alter, leck mich am Arsch. Ey, krass. Einfach nur krass. Das ist wirklich... Boah. Boah, einfach nur boah. Puh. Fatih. Ist das denn weiter ein... Ach so, ach, die können wir aktivieren? Okay, können wir noch was aktivieren? Geschicktes Dribbeln. Was bringen die mir, die Fähigkeiten jetzt? Kurios. Vielleicht bringt es ja was, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir beenden jetzt einfach schon die Folge. Ey, kommen die anderen Folgen waren alle über eine Stunde, ja. Wir beenden jetzt einfach die Folge und in der nächsten Folge geht's gegen den ersten FC Kaiserslautern. Junge, Junge. Junge, Junge. Das wird interessant. Bis dann würde ich mich verabschieden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.